Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans aus Mexiko. Dieses Rennen, das hat der Formel 1 gefehlt, letztes Jahr ja Corona-bedingt leider ausgefallen, aber wir, die Formel 1, wir sind zurück und es ist immer eine Reise wert. Sensationell, was in der ganzen Stadt los ist. Sergio Perez, der Lokalmatador, der hat ja gestern schon einen Showrun veranstaltet, mitten in der Stadt, über 100.000 waren da schon dabei. Restlos ausverkauft, es gibt kein einziges Ticket mehr zu kaufen, über 100.000 pro Tag werden erwartet. Die meisten davon natürlich im Stadion, im Foro Sol, wo die Formel 1 durchfährt. Man kann es im Hintergrund vielleicht ganz leicht erkennen. Also absoluter Wahnsinn, was hier in Mexiko wieder los ist. Die braucht man gar nicht vermarkten, die Formel 1 in Mexiko. Unsere Seite, unsere Videos, die müssen wir schon vermarkten. Und wenn ihr das besonders gut könnt, bewerbt euch bitte bei uns. Genaue Jobbeschreibung ist in der Videodescription. Was ist an diesem Medientag hier heute passiert, abgesehen davon, dass wir viele Tacos bekommen haben und die Sensation Stimmung genossen haben. Einerseits war ein ganz, ganz großes Thema, was mit Sergio Perez los ist oder was mit ihm los wäre. Nicht stimmungsmäßig, sondern sportlich, denn er befindet sich ja in einem kleinen Hoch, war jetzt zwei Rennen in Folge auf dem Podium und hier das große Heimspiel. Da vermutmaßt der ein oder andere schon, er hätte Siegchancen und was wäre denn, wenn er vorne ist und Max Verstappen WM-Punkte wegnehmen würde. Es geht ja jeder davon aus, dass hier Red Bull der große Favorit ist, dazu gleich noch ein bisschen mehr technisch gesehen. Aber deswegen natürlich die Frage, was passiert, wenn Sergio da vorne ist. Ich persönlich mag die Frage erstmal noch gar nicht, denn wir dürfen nicht vergessen, auch wenn Sergio Perez die letzten Rennen ein bisschen stärker war, er war immer noch meilenweit von Max Verstappen entfernt. Zumindest im Rennen war dann der Gap immer doch relativ deutlich. Er musste viele dieser Fragen beantworten. Was wäre, wenn? Und er hat sich relativ souverän gegeben bei der ganzen Geschichte. Er meinte, naja, vielleicht jetzt braucht man noch nicht drüber nachdenken. Das hängt dann auch immer von den Umständen ab. Er in seinem Team sieht sich relativ beliebt. Das ganze Team steht hinter ihm, will, dass er da dieses Rennen gewinnen kann und so weiter. Er wollte keine klare Ansage machen, ob er Max dann vorbeilassen würde oder nicht. Er hat eben gesagt, Umstände und so weiter. Und dann hat er das gesagt, was mir auch am wichtigsten ist. Warten wir doch erstmal den Samstag ab, das Qualifying, denn das war ja nicht seine große Stärke in der Vergangenheit. Und wenn er da dann tatsächlich vor Max Verstappen sein sollte oder direkt neben ihm startet, dann darf man sich vielleicht mal Gedanken über diese Frage machen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt sehe ich das auch so, dass man da noch nicht wirklich drüber diskutieren muss. Trotzdem großes Thema hier, deswegen müssen wir das natürlich auch angehen. Valtteri Bottas entgegen, der hat Lewis Hamilton seine volle Unterstützung schon zugesagt, obwohl er ja im nächsten Jahr nicht mehr bei Mercedes fahren wird. Der hätte eigentlich teamintern nichts mehr zu verlieren. Der könnte machen, was er wollte, aber er hat gesagt, er ist Teamplayer. Und somit kann Lewis Hamilton also auf seine Dienste hoffen. Aber muss auch da sagen, kann Valtteri Bottas Lewis Hamilton wirklich behilflich sein? Der Unterschied bei der Performance, der war ja in letzter Zeit schon deutlich. Da müsste er einfach auch mal vorne sein. Genau das Gleiche, was natürlich für Sergio Perez auch gilt. WM-Kampf ist natürlich das ganz, ganz große Thema insgesamt. Max Verstappen gegen Lewis Hamilton. Er geht hier in die nächste Runde. Und da gab es heute schon die ein oder andere Stichelei. Hauptsächlich von Lewis Hamilton. Denn der hat da nochmal ein bisschen was zu Max Verstappens Ausraster im zweiten freien Training in Austin gesagt. Und hat dann gesagt, naja, er findet das nicht so okay, diese Sprache zu wählen. Er selbst hält sich immer zurück und denkt darüber nach, ist da ganz kalm. Andere nicht unbedingt und das findet er nicht toll, weil da schauen ja auch Kinder zu. Man muss ja Vorbild sein. Hat dann auch noch, da gibt es ja immer diese Fanfragen. Am Donnerstag in der Pressekonferenz hat dann dieses Mädchen nochmal genannt, dass die Fanfrage gestellt hat. Das schaut ja auch zu und so weiter. Also hat da so ein bisschen den Moralapostel gespielt an der Stelle. Aber es war natürlich nicht das Einzige von ihm. Er wurde dann auch noch auf Zitate von Toto Wolff angesprochen. WM-Kampf, richtig hart. Könnte der vielleicht sogar über einen Unfall entschieden werden? Toto Wolff hat das ja gar nicht ausgeschlossen. Und Lewis hat dann ganz klar gesagt, naja, er hat seine Titel in der Vergangenheit anders gewonnen und so wie das auch in Zukunft machen. Also definitiv kein probates Mittel für ihn, über einen Unfall dann den WM-Kampf für sich zu entscheiden. Dann hat er wieder die alte Keule geschwungen. Max Verstappen, der ist noch jung. Darauf hat er dann auch die Äußerungen zurückgeführt, die es da gab in Austin. Und da liegen vielleicht auch mal die Nerven blank und so weiter. Max Verstappen hat das ganz gelassen gesehen und meinte, naja, ist vielleicht sein erster WM-Kampf in der Formel 1, aber am Ende muss er das machen, was er immer machen will, gewinnen. Und wenn er ein siegfähiges Auto hat, dann gewinnt er auch und wenn nicht, dann eben nicht. Also der sieht das relativ gelassen insgesamt. Jetzt haben wir schon gesagt, Red Bull ist ja absoluter Top-Favorit. Und darauf müssen wir natürlich ein bisschen eingehen. Es hat mit der Höhenlage zu tun. Wir sind hier, die Strecke liegt ca. auf 2285 Meter über dem Meeresspiegel. Mit Abstand damit die höchste Strecke im Formel-1-Rennkalender. Die zweithöchste ist dann die nächste, die kommt Sao Paulo, ungefähr 700 Meter. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Und es gibt so ein schönes Zitat von Toto Wolff, weil er meinte, das ist wie Rennfahren auf der Zugspitze. Zugspitze ist es noch nicht ganz, die liegt auf 2900 Meter, aber es ist schon Wahnsinn. Also es ist wirklich, man merkt, wenn man läuft auf der Strecke, und das ist jetzt nicht nur eine Ausrede, weil ich so langsam bin, man merkt brutal, wie einen das schlaucht, was der Luftdruck hier ausmacht. Und das wollen wir jetzt technisch mal ein bisschen erklären. Und denn das wird ja immer als die Nummer 1 Stärke von Red Bull hervorgehoben, wieso man hier so stark ist, die Höhenlage. Und das hat technisch ein paar sehr interessante Sachen. Der Motor wird ganz oft angesprochen.
Und vielleicht muss man erstmal das Grundsätzliche erklären. Luftdruck ist ja so, die Gewichtskraft der Atmosphäre lastet ja quasi immer drauf und je höher ich bin, desto weniger wird diese Gewichtskraft. Normalerweise ist der Normdruck liegt bei 1013 Millibar, hier sind es circa 780, also 22% weniger. Mit 100 Metern verliert man eben immer dann 1% und so weiter. Und dadurch ist die Luft einfach nicht mehr so dicht. Das heißt, bei gleichem Volumen hat die Luft weniger Gewicht und weniger Sauerstoffgehalt und so weiter. Für den Motor bedeutet das, der saugt ja immer, also wenn wir von dem Saugmotor angehen, ein bestimmtes Volumen an bei jedem Vorgang, bei jeder Umdrehung. Und dadurch hat eben jeder Verbrennvorgang einfach weniger Luft zur Verfügung, weniger Sauerstoff und dadurch verliert er Leistung. Bei dem Turbomotor ist das anders, da wird das kompensiert von dem Turbolader, der verdichtet die Luft ja extra. Und jetzt ist es so, dass die Formel-1-Turbolader bis 125.000 Umdrehungen pro Minute drehen dürfen. Das wird normalerweise nicht ausgenutzt. Und deswegen wird der Verlust an Sauerstoff einigermaßen ausgeglichen vom Turbolader, aber nicht zu 100%. Es gibt immer noch ein paar kleine Verluste. Honda hat traditionell einen etwas größeren Turbolader und der tut sich dann in der Höhenlage etwas leichter, weil er dafür nicht ganz so oft drehen muss. Trotzdem geht man davon aus, dass so 8.000 bis 10.000 Umdrehungen pro Minute der Turbolader noch zulegen muss zu einem normalen Rennen. Der Honda-Motor aber eben ein bisschen weniger als die anderen Motoren und das ist ein Vorteil des Honda-Motors. Das ist aber nur eine Sache. Red Bull war ja auch mit Renault-Motor stark, ja, die hatten auch ein bisschen größeren Turbolader, aber ich bin der Meinung, es ist nicht der einzige Grund, wieso Red Bull hier in dieser Höhenlage stark ist. Auch die Aerodynamik hat da natürlich einen ganz anderen Einfluss in dieser Höhenlage. Man hat die Abtriebspakete von Monaco ungefähr auf die Autos geschraubt, also maximalen Downforce. Sie produzieren aber ungefähr so viel Abtrieb, wie die Fahrzeuge in Monza produzieren mit dem geringsten Paket. Also das ist auch so ein Faktor. Und Red Bull ist ja nicht dafür bekannt, aerodynamisch besonders effizient zu sein. Sie generieren sehr viel Abtrieb, aber vielleicht ein bisschen teurer erkauft als manche andere Autos im Feld. Und deswegen fällt das natürlich hier nicht so ins Gewicht, weil der Luftwiderstand geringer ist. Fahrzeugkonzept, angestelltes Fahrzeug und so weiter. Und dann ist es auch noch sehr interessant, was die Kühlung angeht. Denn ich habe natürlich auch weniger Kühlluft. Also ja, Volumen bleibt gleich, aber das kühlende Element in diesem Volumen ist eben weniger, der Luftdurchsatz im Kühler. Und deswegen ist das hier ganz schwer. Beim Saugmotor habe ich gleichermaßen ja auch Leistung verloren, beim Turbolader verliere ich die Leistung nicht. Das heißt, ich muss mehr kühlen, ich muss die Bremsen mehr kühlen und so weiter. Also es ist extrem anspruchsvoll für die Fahrzeuge, für die Techniker. Und damit ist Red Bull in der Vergangenheit immer am besten umgegangen. Die Frage ist, wir waren jetzt ja 2 Jahre lang nicht hier. Wie viel hat sich in der Zeit getan? Die Autos haben sich ja stark verändert. Wir haben keine Referenz vom letzten Jahr, auch wenn Lewis Hamilton sich so oft versprochen hat und vom letzten Jahr gesprochen hat. Nein, wir waren nicht hier. Deswegen schwierig zu sagen, ob das immer noch so die Gültigkeit hat. Wir gehen aber prinzipiell davon aus, auch wenn bei Red Bull schon ein bisschen tief gestapelt wird, meinte, naja, das ist die Papierform, das ist eine Sache, wie es dann in der Realität ausschaut, ist die andere. Und Max Verstappen mahnt, man muss das Ganze auch umsetzen, man muss jedes einzelne kleine Detail hinbekommen. Dann war noch ein ganz großes Thema, Fernando Alonso und sein Austin-Ausraster. Wir erinnern uns, der Zweikampf gegen Kimi Räikkönen und so weiter. Wir haben ihn heute nochmal darauf angesprochen, erst war er relativ wortkarg und dann hat er aber schon nochmal vom Leder gelassen und meinte, naja, wenn wir darüber sprechen, dann sollten wir aber auch über Turn 1 sprechen. Sein absolutes Lieblingsthema, wie viele da wieder außerhalb waren und so weiter. Und er will das Thema jetzt gar nicht mehr explizit ansprechen im Briefing, denn er meinte, das ist wie ein Handspiel im Strafraum. Die Regeln sind so, da braucht man nicht immer ständig drüber diskutieren. Man muss einfach nur mal was ändern dann. Und das war schon wieder ein klarer Seitenhieb Richtung FIA, dass er sich da eine deutlich bessere Entscheidungsgewalt wünscht bei den Stewards, dass da einfach besser durchgegriffen wird. Also Fernando Alonso gegen die FIA, mindestens so spannend wie der WM-Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Vielleicht habt ihr es jetzt schon ein bisschen gesehen. Ich stehe hier neben einem überdimensionalen Plakat von Mick Schumacher und auch darüber wurde heute gesprochen. Und treue Zuschauer wissen natürlich, das könnte auch fast das Cover unserer neuen Printausgabe sein. Mick Schumacher ganz groß auf dem Cover neben Nikita Mazepin. Wir haben Interviews geführt mit Mick Schumacher und mit Nikita Mazepin. Wenn ihr die lesen wollt und noch eine schöne Geschichte dazu, unbedingt das neue Printmagazin von motorsportmagazin.com holen. Wir freuen uns jetzt auf ein unfassbares Wochenende hier in Mexico City. Die Stimmung, wie gesagt, ist fantastisch. Wir haben es richtig vermisst und jetzt freuen wir uns dann, wie es auf der Strecke losgeht. Viel Gerutsche normalerweise, weil eben so wenig Abtrieb und das gibt spektakuläre Bilder, nicht nur mit den Fans.